Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zu diesem kleinen Unreal Engine 5 Tutorial. Heute zeige ich dir, wie man ein Hauptmenü erstellt und wie man auch seine Map aus dem Hauptmenü laden kann, da es da wohl einige Probleme in der Vergangenheit zu gab. Aber das ist überhaupt kein Problem. Auch wenn die Unreal Engine 4 Tutorials funktionieren und absolut immer noch funktionieren, zeige ich es jetzt dennoch mal in der Unreal Engine 5, weil es da einige Fragen zu gab. Naja, egal. Hier habe ich eine x-beliebige Map. Ich werde die einfach nochmal neu machen. Wir klicken oben links auf File und dann auf New Level. Jetzt klicke ich auf Default. Und bam, hab hier irgendein Standard-Level. Dieses Level werde ich jetzt direkt irgendwo abspeichern, okay? Also ich werde direkt in den Content-Browser gehen und wir erstellen uns jetzt einfach mal unseren eigenen wunderbaren Ordner dafür. Also ich klicke hier auf Ordner oder auf Content oben links und werde jetzt einen neuen Ordner dazu erstellen und sage jetzt mal Main-Menu. Tutorial-Main-Menu. Machen wir es so. Dann machen wir einen Doppelklick drauf und dann haben wir das hier. Jetzt klicken wir auf oben links, File. Dann klicken wir hier auf Save Current Level. Klicken hier drauf und wählen jetzt unseren Ordner aus. In dem Fall Tutorial-Main-Menu. Diese Map nennen wir jetzt mal Gameplay-Map, okay? Und diese Gameplay-Map, die speichern wir jetzt einfach. Jetzt haben wir hier schon mal eine Map. Als nächstes werden wir eine neue Map erstellen. Also klicken wir hier oben wieder auf File, dann New Level. Und jetzt werden wir ein Empty-Level auswählen. Dieses wunderbare Empty-Level werden wir ebenfalls wieder speichern. Hört sich komisch an, ist aber so. Weil das hier wird jetzt letztendlich unsere Main-Menu-Map, also Main-Menu. Main Menu. Wir nennen das ganze Main Menu und klicken auf Speichern. Die haben wir jetzt und die ist offen. Das ist auch ganz gut so, denn jetzt werden wir ein paar neue Dinge erstellen oder machen. Wir werden einen neuen Blueprint-Ordner erstellen und wir werden jetzt einen neuen Maps-Ordner erstellen. Upsi. Na, komm schon. So, Maps. Und jetzt werden wir hier diese wunderbaren Dateien, alle, die wir bisher erstellt haben, in den Maps-Ordner reinziehen. Also Move hier. So. Ich tue es kurz noch bereinigen. Kann man das hier? Ja, das kann man auch in der Unreal Engine 5. Als nächstes werden wir Folgendes machen. Wir gehen in den Blueprints-Ordner rein und werden Rechtsklick hier reinmachen und sagen, wir wollen eine neue Blueprint-Klasse erstellen. Was wir benötigen, ist letztendlich hierfür erstmal einen neuen Player-Controller. Das nennen wir jetzt PC- für Player-Controller Main-Menu. Als nächstes erstellen wir ebenfalls einen neuen Game-Mode. Und diesen wunderbaren Game-Mode, den werden wir ebenfalls in der Blueprint-Klasse erstellen und dann werden wir hier Game-Mode-Base auswählen. Das nennen wir GM Main Menu. Alles easy. Perfekt. Folgendes werden wir jetzt machen. Wir machen den Doppelklick auf unser Main Menu. Also auf unseren Game Mode, Game Menu. Und dann sind wir hier in dem Blueprint, beziehungsweise in dem Blueprint Editor, in dem wunderbaren Game Mode Menü Zeugs drinne, beziehungsweise Game Mode. Wir klicken hier oben auf Event Graph. Und jetzt haben wir hier diese coole Übersicht. Hier unten, das können wir löschen, aber wir benötigen Event Begin Play. Folgendes müssen wir noch machen. Wir klicken oben links auf Compile und auf Speichern, tun das mal kurz zur Seite schieben, das Fenster, und werden hier noch eine neue Datei erstellen. Jetzt denkt ihr euch, what the f, ne? Noch eine neue Datei? Ja. Rechtsklick wieder, wir wählen User Interface diesmal aus und werden jetzt Widget Blueprint auswählen. Dieses nennen wir jetzt UMG-MainMenu, weil das hier unsere Blueprint-Datei, also unsere UI-Datei werden wird, also sprich alles das, wo die Buttons nachher drin sein werden von unserem Hauptmenü. Hier machen wir einen Doppelklick drauf, so dass sich das jetzt hier öffnet und wir klicken wieder auf Vollbild. Das hier ist unser wunderbarer UMG-Editor, also schrägstrich unser Hauptmenü. Hier werden wir jetzt unser Hauptmenü erstellen. Jetzt werde ich nochmal ein Tutorial, oder ich habe ja schon ein paar Tutorials gemacht, was hier wo ist, aber um das grundlegend mal kurz zu erklären, auf der linken Seite finden wir alle Items, wie zum Beispiel Button, Checkboxes, Texte, die wir hier einfügen können und womit wir nachher unser Hauptmenü gestalten können. Rechts auf der Seite, also im Details-Panel, können wir das alles einstellen, die jeweiligen Eigenschaften der Elemente, die wir hinzugefügt haben. Unten können wir in der Timeline das Ganze animieren, also zum Beispiel habe ich ja schon mal in einem Tutorial gezeigt, dass ein Button, dass man auf einen Button draufklickt, der löst sich auf und verschwindet zum Beispiel nach oben. Und ein paar Sekunden später kommt er wieder. Und auf der linken Seite haben wir eben die Animationsliste. Mit dem unteren Teil werden wir heute nicht arbeiten. Da habe ich ein Tutorial zu gemacht, schaut gerne mal in meine Playlist rein. Wir werden aber jetzt hier einen Button hinzufügen und vor allem erstmal einen Hintergrund. Um einen Hintergrund hinzuzufügen, werden wir erstmal eine Border einfügen. Wir werden also eine Border auf unser Canvas-Panel hier ziehen. Und so sieht das Ganze aus. Noch nicht so wirklich schön, aber wir machen jetzt mal einen Klick auf hier diese weiße Box, ne? Übrigens, ihr könnt hier hin und her mit eurer Maustaste prinzipiell euch bewegen. Also rechte Maustaste gedrückt halten, dann könnt ihr hier einfach easy hin und her swipen. Mausrad nach vorne, reinzoomen, Mausrad zurück, rauszoomen. Ganz easy. So, als nächstes könnten wir natürlich hier diese Kante anklicken und unsere Box hier schön ziehen, so dass das hier circa alles voll macht. Wollen wir aber nicht. Wir machen das direkt wirklich per Hand. Also
wir geben hier auf die rechte Seite in unser Details-Panel und haben hier Size X und, naja, X und Y. Ich denke mal, jeder, der ein paar simple Mathekenntnisse hat, weiß, was das ist. X-Achse ist das hier unten, Y-Achse ist das hier oben. Also geben wir jetzt unsere Bildschirmauflösung hier ein, beziehungsweise standardmäßig ist das hier 1920 mal 1080. Easy. Und ihr seht schon, der ganze Bildschirm wird ausgefüllt. Jetzt haben wir hier oben noch so eine komische Sonne. Oder wie soll man es sonst beschreiben? Ist es eine Sonne? Nein, ist es nicht. Es ist ein Anker. Dieser Anker sorgt dafür, damit ihr wie bei einem Static Mesh oder bei generell irgendeinem Mesh einen Pivot Point habt. Also dafür, dass wir einen Ursprungspunkt haben. Unser Ursprungspunkt ist hier oben. Das bedeutet, dieser Hintergrund wird sich immer, ja, immer eure obere linke Seite hier oben links eures Bildschirms als Ursprungspunkt prinzipiell nehmen. Das ist aber dumm. Wenn ich jetzt meinen Bildschirm skaliere, dann wird das nicht richtig angepasst. Wir müssen als Hintergrund definieren, nicht, dass der Hintergrund oben links, ich sag mal, seinen Ursprungspunkt hat, sondern dass der oben links, oben rechts, unten links und unten rechts seinen Ursprungspunkt hat, ja? Also hier überall, da, da, da und da. Alle Ecken. Weil das Ding ist, es kann ja auch sein, dass ihr keinen 16:9 Bildschirm habt, sondern zum Beispiel einen 4:3 Bildschirm. Glaube ich, kommt nicht so oft vor, aber kann durchaus sein, gerade bei Handyauflösung. Und deswegen kann es eben sein, und das heißt, die Skalierung deines Hauptmenüs wäre falsch und du würdest hier zum Beispiel einen schwarzen Rand oder sowas sehen. Um diesen Anker zu ändern, müssen wir hier oben rechts unter Anchors einfach mal da draufklicken und jetzt sehen wir auch schon die Möglichkeiten, wie wir was machen wollen. Momentan haben wir das hier. Wir benötigen aber als Ankerpunkt für einen Hintergrund, weil das ja das gesamte Hintergrundbild oder den ganzen Bildschirm bedecken soll, benötigen wir unten rechts den gesamten Bildschirm, diesen Button hier. Da klicken wir jetzt drauf und jetzt sehen wir, dass jede Seite hier connected ist. Genau, und jetzt haben wir auch keine Skalierungsprobleme mehr. Nachdem wir das gemacht haben, klicken wir oben links auf Compile und auf Speichern. Macht das immer mal zwischendurch, falls eure Engine mal irgendwann abkackt. Jetzt habe ich es gesagt. Ich wollte mit den Wörtern echt aufhören, aber ich bin so jemand, ich sage das eigentlich sehr gerne. Naja, egal. Immer diese Fäkalsprache. Unglaublich. Auf jeden Fall, bevor eure Engine abstürzt, solltet ihr immer speichern. Auf der rechten Seite unter Content haben wir jetzt die Möglichkeiten, die horizontale Alignment und sowas einzurichten. Ist egal. Wir scrollen weiter runter unter Appearance. Und hier können wir jetzt die Brush Color oder unseren generellen Brush auswählen. Ich mache das jetzt einfach mal so, indem ich hier auf das Farbfeld draufklicke und wir sehen schon, ui, wir können das einmarkieren oder einlackieren. Ich nehme jetzt mal so einen leichten, ja, gelb-orange-Ton, fast schon mehr gelb als orange, aber ist egal. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Wir klicken wieder Compile und Speichern. Gewöhnt euch das immer an. Es erspart euch echt Mühe, wenn ihr nachher mal wirklich ein Problem habt, dass die Early Access Version der Unreal Engine hier abschmiert. So, egal, wir benötigen jetzt letztendlich nur noch einen Button. Also wir ziehen jetzt einen Button einfach mal auf den Canvas Panel wieder drauf. So, und jetzt haben wir hier oben links einen wunderschönen Button. Den können wir jetzt hier hin und her ziehen, wie wir wollen. Ja, also so, bam. Ich ziehe den jetzt mal größer. So. Aber damit ich den jetzt nicht einfach hier irgendwie rumkleben habe, werden wir etwas anderes machen. Und zwar, wir geben hier oben in die Suchpalette ein Vertical. Vertical Box. Also einfach Wert, V-E-R-T. Vertical Box. Die ziehen wir auf das Canvas Panel. Eine Vertical Box ist nichts anderes, als dass das alles, was du da reinmachst, prinzipiell untereinander vertikal gelistet wird. Um es besser für euch vorzustellen, klicken wir hier oben links auf unsere vertikale Box, ziehen die circa so, wie wir sie haben wollen. Ja, ich denke mal, das ist ein schönes Hauptmenü. Und hier werden wir jetzt Folgendes machen. Da dieses Hauptmenü, also hier diese Box, wo nachher unsere Button reinkommen, das werde ich kurz mal machen. Wir klicken uns am Button an und ziehen ihn auf die vertikale Box. Bam, und wir sehen schon, was passiert ist. Naja, nicht so viel, aber das werden wir gleich noch machen. Letztendlich sehen wir jetzt hier, dass das hier unser Hauptmenü wird, beziehungsweise unsere Menübox. Und die sorgt dafür nur, dass es ein bisschen mehr Struktur in deinem Menü gibt und dass es alles gleichmäßig ausgerichtet ist. So. Da diese Box hier aber eher auf der linken Hälfte des Bildschirms ist und eher mittig, würde ich tatsächlich sagen, wir werden hier oben auf der rechten Seite hochscrollen im Details-Panel und bei Anker werden wir die gesamte linke Seite von oben nach unten nehmen. Eigentlich ist das nämlich unnötig, weil wir nicht so viele Buttons haben, aber ich werde ein paar Beispiel-Button einfügen, deswegen werden wir das so machen, dass es hier links und rechts, also oben und unten links geankert ist. So. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Als nächstes werden wir uns um den Button kümmern. Das hier wird mein Button sein, und zwar mein Play-Button, wo dann mein Level mit geladen wird. Aber ihr müsst euch auch direkt angewöhnen, die auch richtig zu benennen, weil Button 172, das ist so ein Name. Ja, er ist da, ja, er ist da. Wir nennen das BTN, so mache ich das immer, BTN für Button und nennen den jetzt Play. So, jetzt sehen wir hier noch überhaupt nichts, das ist natürlich nicht schön, aber keine Sorge, ich werde ihn jetzt mal mittig machen. Wir klicken hier auf Fill, Auto, warte mal, Fill. So, also das hier auf der rechten Seite, Fill Horizontal und Fill Vertically.
und wir können ihn eigentlich so lassen, aber ich lasse ihn jetzt mal so. Diese Sachen hier, Fill Horizontally unter Slot, ne, und Fill Vertically, das bedeutet nichts anderes, dass er den gesamten Platz oben, also vertikal und horizontal nutzt, ja? Das ist ganz wichtig. Also ganz wichtig in unserem Design, was wir gerade haben wollen. Jetzt haben wir hier einen Button, aber der, weißt du, woher sollte ich als Spieler wissen, dass das der Play-Button ist? Überhaupt kein Ding. Oben links werden wir jetzt einfach Text eingeben und werden hier einen Text hinzufügen. Wir klicken also auf Text und ziehen den auf den wunderbaren Play-Button. Jetzt haben wir hier einen Text drauf. Wir klicken also mit der Maus auf Text oder hier unten können wir auch direkt draufklicken. Und auf der rechten Seite haben wir jetzt hier einen Punkt, der heißt Content. Und den, hier steht jetzt Textblock, können wir umbenennen. Und jetzt nenne ich mal das, den Button hier einfach Start Game. So, bam, jetzt haben wir einen Start Game Button. Das ist schon mal ganz cool, mehr müssen wir jetzt hier eigentlich nicht machen. Ich klicke jetzt hier auf den Button drauf, auf der linken Seite, drücke STRGC auf meiner Tastatur, klicke auf die Vertical Box und drücke STRGV. Und jetzt haben wir diesen Button hier gerade dupliziert und ich sag mal, halt dupliziert. Hier unten diesen Button werde ich jetzt Options nennen, okay, weil das hier mein Options-Menü, also mein Optionsmenü nachher ist. Der hat jetzt für uns aber keine Funktion, das ist nur ein, ich sag mal, ein Button, der jetzt einfach ein Platzhalter ist, ja. Nur damit wir sehen, dass, wie das circa funktioniert. Jetzt werden wir auf den btn-play-1, der sich gebildet hat, draufklicken und wir nennen das hier btn-options. Was jetzt auch wichtig ist, ist natürlich, dass wir hier keinen Unterschied zwischen den zwei Buttons sehen. Das sieht natürlich hässlich aus. Ich würde gerne hier einen Abstand einen kleinen reinhauen. Und das machen wir jetzt. Wir haben also BTN Options ausgewählt und auf der rechten Seite des Bildschirms haben wir jetzt etwas, das heißt Padding. Padding sorgt dafür, dass wir einen Abstand bekommen. Oben, links, rechts, unten, wo wir wollen. Letztendlich können wir jetzt hier auf den Pfeil nach unten klicken bei Padding. Und haben jetzt hier die Option links, oben, rechts, unten. Jetzt haben wir natürlich den Punkt, dass ich oben zwischen dem Start Game und den Options Button einen Abstand haben will. Also wo würdet ihr den Abstand reinhauen? Logischerweise zwischen diese zwei Buttons. Und das wäre von dem Options Button aus gesehen hier die obere Linie. Also top. Auf der rechten Seite haben wir jetzt also top und hier geben wir jetzt mal 10 Pixel ein. Und schon haben wir einen Abstand hier drin. Das war's. Als nächstes können wir auf den BTN Options Button hier auf der linken Seite draufklicken. Wir drücken wieder STRGC, klicken auf die Vertical Box, wo wir es einfügen wollen und drücken STRGV für einfügen. Jetzt haben wir hier schon drei Buttons. Das ist ganz cool. Ich werde jetzt nochmal hier auf Vertical Box draufklicken und nochmal STRGV klicken und jetzt haben wir vier Buttons. Das ist noch besser. Jetzt werde ich hier oben auf den zweiten Button, also auf Options 1, der sich kreiert hat, draufklicken. Ich drücke F2, um den umzubenennen und wir nennen den jetzt zum Beispiel Credits. Also für den Abspann zum Beispiel oder halt wer das Spiel gemacht hat. Wir klicken hier auf das Textfeld hier drauf und sagen, dass hier statt Options einfach jetzt auch Credits steht. Das sind nur Platzhalter, damit das euer Hauptmenü ein bisschen besser aussieht und damit ihr die Basics eben durch Wiederholung besser versteht, ja. Und das ganze Prinzip hier müsst ihr nur, ich sag mal, die ganze Zeit anwenden und dann könnt ihr das auch. Also, der letzte Button, das wäre bei mir btn-option 2, nennen wir zu quit um, okay? btn-quit. Das heißt, hier das nennen wir quit game. Das soll unser Spiel beenden. So, jetzt haben wir hier unser Hauptmenü schon mal und jetzt werde ich mal hier auf die Vertical Box draufklicken und werde die ein ganz kleines bisschen nach oben moven. Da müssen wir einfach nur ganz easy hier gedrückt halten. Jetzt gucken, dass wir das circa mittig haben. So, ich würde mal schätzen, so ist es halbwegs mittig. So, genial. Und das wäre unser Hauptmenü. Hier auf der rechten Seite können wir dann irgendwie eine Newsbox hinmachen, einen Spielercharakter, irgendein Bild oder ein Video, was im Hintergrund abgespielt wird. Spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ihr übrigens dazu Tutorials sehen wollt, also schreibt mir gerne eine Frage, wie ihr euer Hauptmenü gestalten wollt. Und dann können wir uns gerne mal darüber unterhalten, beziehungsweise da mache ich ein Tutorial darüber, wie das geht. Schreibt mir einfach gerne ein Kommentar unter das Video. Ich bin heute auch irgendwie ein bisschen verwirrt. So, egal. Jetzt wollen wir eine Funktionalität dem Ganzen, sag ich mal, geben. Wir klicken also auf Start Game, auf den Button drauf. Nicht auf den Text, sondern nur auf den Button, sodass hier alles markiert ist. Und jetzt scrollen wir weiter runter, ganz weit runter. Und irgendwann haben wir den Punkt, dass wir hier Events stehen haben. Und jetzt haben wir hier weitere Events. Also Events sind prinzipiell, wenn ich irgendwas mache, also wenn ein gewisses Event eintrifft, was soll passieren? Zum Beispiel ein Event wäre onClicked. Das heißt, was soll passieren, wenn ich auf einmal auf den Button draufklicke? Das ist überhaupt kein großes Ding. Wir klicken also hier auf das Plus und fügen dieses Event dem Button hinzu. Und jetzt haben wir hier einen Punkt, der heißt onClicked in Klammern BTN Play. Das bedeutet, was soll passieren, wenn ich auf den Play-Button draufklicke? Das ist eigentlich ganz leicht. Wenn ich auf den Play-Button draufklicke, dann sollst du mir ein Level öffnen. Das bedeutet, wir würden hier den File, den Exec-File rausziehen und geben jetzt ein Open Level.
Und jetzt haben wir hier Open Level by Name. Das ist das Richtige. Weil hier können wir jetzt ein Level, ich sag mal, öffnen. Von einem Level, der zum Beispiel, oder das heißt Gameplay. Oder das Level heißt eben Gameplay und wir wollen das öffnen. So, wir klicken hier auf Maps mal kurz drauf. Und ich habe die Map gerade eben Gameplay, also Gameplay Map genannt. Diesen Namen kopieren wir uns, also damit wir hundertprozentig sicher gehen können, dass der Name richtig geschrieben ist, drückt ihr einmal nur auf dieses Level hier drauf, auf eure Map, und drückt F2 und tut STRGC drücken, um diesen Namen zu kopieren. Jetzt gehen wir wieder in unseren Blueprint-Editor bzw. UMG-Editor und geben bei Level-Name diesen Namen ein. Bam! Easy, oder? Wir klicken oben links auf Compile und dann auf Speichern. Und jetzt sollte dieser Button schon mal funktionieren, das heißt, wenn ich jetzt auf diesen wunderbaren Button hier oben drauf klicke, Leute, dann wird das Ganze automatisch funktionieren. Wenn ihr jetzt gerade sagt, wie bist du jetzt zurück in das Menü gekommen? Kein Ding. Oben rechts haben wir einen Designer-Button und einen Craft-Button. Im Craft-Button wird alles programmiertechnischer geregelt und auf dem Designer-Button designen wir. Zum Beispiel, hier sind wir in dem Blueprint-Gedöns und hier sind wir in Designer-Gedöns. So, jetzt haben wir den Options-Button, da soll nichts passieren. Und wir haben den Quit-Game-Button, da soll aber was passieren. Also scrollen wir auf der rechten Seite wieder runter, nachdem wir den angeklickt haben und hier so ein grüner Rand drumherum ist. Und klicken auf On-Click bei Events. Jetzt haben wir hier BTN klickt, also BTN on klickt und hier ziehen wir jetzt einen Pfeil raus oder beziehungsweise den Exec wieder raus und sagen Quit. Quit Game. So, das heißt, wenn ich auf diesen Button draufklicke, beendet sich das Spiel. Und hier steht nochmal Quit Preferences, Quit oder Background. Background bedeutet, dass das Spiel einfach nur im Hintergrund gesetzt wird, aber wir wollen das wirklich beenden. So, wir klicken auf Compile und auf Speichern. Sollte schon mal funktionieren. Soweit, so gut. Das haben wir schon mal. Jetzt ist aber noch eine Sache, die ich sehr wichtig finde. Und zwar, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wenn ich jetzt auf Play drücke, also hier auf Play drücke, dass das Spiel überhaupt geladen wird und das Hauptmenü vor allem geladen wird. Das bedeutet, wir klicken hier auf Tutorial Main Menu, also auf den Ordner. Übrigens, diesen Ordner, den können alle Kanalmitglieder runterladen in den Community-Beiträgen. So, wir klicken auf Blueprints und haben jetzt hier unsere Übersicht. Wir klicken jetzt hier auf GM-Main Menu, also unseren Main Menu Game Mode, okay? Den öffnen wir und jetzt sind wir hier. Wir klicken hier, falls diese Ansicht ist, klicken wir hier auf Open Full Blueprint Editor und haben jetzt hier diese coole Übersicht. Und ich habe gerade eben schon gesagt, wir arbeiten nur mit dem Event Begin Play. Wir ziehen den jetzt hier raus. Wenn ihr den übrigens nicht habt und das bei euch so aussieht, gar kein Ding. Macht Rechtsklick irgendwo hin und sagt jetzt Event Begin Play. Den fügen wir ein, ziehen den Exec hier raus und sagen jetzt folgendes: Create Widget. Create Widget. Und da tun wir jetzt einfach draufklicken und jetzt haben wir hier Construct None. Bei Construct None, also der konstruiert uns technisch gesehen, wenn wir das Spiel starten, konstruiert uns der und baut der uns das Hauptmenü auf. Also, hier steht None, weil wir keine Datei ausgewählt haben. Wir sagen jetzt bei Class UMG Main Menu. So haben wir das gerade eben benannt. Wenn wir jetzt auf Compile klicken, ist auch alles gut. Jetzt können wir hier bei Owning Player auch noch eingeben Get Player Controller oder Get Owning Player. Aber das wäre unnötig, denn wir müssen hier generell direkt Get Player Controller eingeben. So, Get Player Controller können wir hier eingeben. Compile. Alles ist super. Jetzt wird uns unser Hauptmenü zwar aber immer noch nicht angezeigt. Warum nicht? Ganz einfach. Er hat zwar jetzt das Main-Menü konstruiert, aber er hat es uns noch nicht angezeigt. Um das Main-Menü wirklich anzeigen zu lassen, ziehen wir hier das Return-Value raus und sagen Add to Viewport. Und für jeden, der ein bisschen Englisch kann, der weiß jetzt, ah, okay, jetzt checke ich, was passiert. Er hat uns also unser Hauptmenü, nachdem das Spiel gestartet hat, kreiert, aber er hat es nicht zu unserem Viewport, also zu unserem Bildschirm, auf unserem Bildschirm projiziert. Also Add to Viewport. Und hier sind wir eigentlich schon fertig. Wir sagen jetzt Compile, Speichern. Eine Sache gibt es noch zu erledigen. Und zwar, wir ziehen das hier wiederum raus und sagen jetzt zum Beispiel Maus. Oder Set, sorry. Wir ziehen das hier raus und sagen Set Input Mode. Da wir hier in einem Hauptmenü drin sind, ist es sehr wichtig, dass wir sagen, dass wir hier Set Input Mode UI Only haben. Das bedeutet, dass prinzipiell das Spiel weiß, dass wir gerade nicht in einem Spiel drin sind, sondern im Hauptmenü. Das bedeutet, wir nur die UIs fokussieren und nur mit der Maus klicken wollen, weil sonst könnten wir theoretischerweise mit WASD auch unseren Spieler im Hintergrund schon bewegen und das ist unnötig. Wir ziehen also hier das Return Value von unserem Player Controller raus und connecten das bei dem Set Input Mode UI Only mit dem Player Controller. Input. So. Wie kann ich solche Punkte erstellen? Die sind extrem geil, wenn du irgendwie das Ganze strukturieren willst, eine schönere Übersicht hast. Du gehst hier mit der Maus auf diese Linie und machst einen Doppelklick. Bam, das war's. Und so kannst du die jetzt ziehen, wie du siehst. So kannst du Struktur da reinbringen, kann ich nur empfehlen, ist sehr sinnvoll. Okay,
Hier haben wir jetzt aber in Widget to Focus, also sprich, welches Widget soll da überhaupt fokussieren mit der Maus? Überhaupt kein Ding. Wir haben hier unser Widget ja kreiert und hier wird es hinzugefügt, aber da das hier kreiert wird, nehmen wir hier das Return Value und connecten das mit dem in Widget to Focus. So, wie gesagt, wieder Doppelklick hier drauf, um das ein bisschen schöner zu strukturieren. Und seht ihr, es sieht einfach schon schöner aus, wenn das so strukturiert ist. So, okay, ich würde sagen, soweit so gut. Wir klicken auf Compile, auf Speichern und können das Ganze auch schon ausprobieren. Jetzt sollte das hier im Hintergrund gleich angezeigt werden. Wir klicken hier oben auf die drei Punkte und sagen Select Viewport. Und nichts wird angezeigt. Warum wird nichts angezeigt? Naja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe es nur selber vergessen. Auf der rechten Seite haben wir hier World Settings. Hier ist ein Punkt World Settings und hier können wir alles Mögliche auswählen. Wenn ihr das Fenster World Settings hier nicht habt, klickt ihr hier oben links auf Window und dann auf World Settings, okay? Wenn wir das gemacht haben, müssen wir hier bei World Settings erstmal unseren Game Mode festlegen, der überhaupt gestartet werden soll, wenn wir das Spiel starten. Und das geht hier oben unter dem Menüpunkt Game Mode unter World Settings. Hier wählen wir jetzt unseren Game Mode aus. Bei mir wäre das der GM Main Menu Game Mode. Blöderweise habe ich jetzt zwei davon, deswegen gucke ich nochmal kurz. Und wir öffnen jetzt einfach mal den Content Drawer. Den werden wir jetzt mal Dock to Layout machen, also so, beziehungsweise hier haben wir schon direkt. Wir sind also in meinem Menü, Tutorial, Main Menu Ordner, Blueprints und hier haben wir den Game Mode, den wir nutzen wollen. Wir klicken also auf World Settings und ziehen das jetzt einfach hier drauf. Bumm. Wenn wir das gemacht haben, werden wir Doppelklick mal auf mein Main Menu machen und auf der rechten Seite unter Class Defaults haben wir jetzt hier Classes und hier machen wir noch eine kurze kleine Sache. Und zwar hier unter Player Controller wählen wir jetzt den PC Main Menu Controller aus, den wir gerade eben erstellt hatten. Das will ich noch machen, wir sagen Compile und Save. Wir schließen das und jetzt sollte es funktionieren. Tada! Alles funktioniert ohne weitere Probleme. Und hier können wir jetzt prinzipiell auch einfach mit der Maus alles Mögliche aussuchen. Zum Beispiel Start Game. Wenn ich jetzt auf Start Game draufklicke, kann ich mich hier nicht richtig bewegen, weil ich noch in dem Main Menu Control Mode bin, also in dem Set Input Mode Main Menu, den wir gerade eben kreiert haben. Deswegen gehe ich jetzt mal kurz auf den Content Browser. Sage Dock to Viewport. Ich suche mir nochmal kurz den Ordner hier aus. So, wir gehen jetzt also nochmal in unser UMG Main Menu. Und hier gehen wir auf Craft oben rechts und hier hatten wir ja BTN Play. Das Ding ist halt, weil ich hier in-game bin, muss ich dem jetzt noch sagen, dass er auch in-game sein soll mit der Maus. Also sagen wir Set Input Mode, Input Mode und hier sagen wir Game Only, weil hier sind wir ja dann im Spiel und deswegen muss das hier auf Game Only stehen und nicht auf UI Only. Hier ziehen wir Player Controller einfach wieder raus und sagen Get Player Controller. Bam. Easy peasy. Wir klicken auf Speichern, Compile, Save und alles ist gut. Jetzt muss ich mal kurz gucken im Game-Menu. In Maus-Lock-Mode. Ich würde sagen, Lock Always. Das werde ich mal kurz ausprobieren, ob das auch passt soweit. Ups. Schließen. Ha. Huh. Okay, interessant. Egal, auf jeden Fall, wenn ich jetzt auf Start Game drücke, können wir uns auch bewegen, nice, oder? Folgende Sache will ich jetzt gerade noch machen, und zwar, ich klicke erstmal auf Save All, wir öffnen wieder meinen geliebten Content Browser, er schickt uns wieder ins Nirvana sozusagen. Ah, warte mal, Dock and Layout, so. Wir gehen jetzt hier auf meine wunderbare Map, also, ups, nee, das war keine Map. Wir klicken hier auf Maps und öffnen die Gameplay Map, also die Map, wo wir nachher drauf spielen wollen. Und da ich jetzt keinen Game Mode hier drauf habe, werde ich jetzt sagen Add, und dann sagen wir Add Feature or Content Pack. Und hier sage ich jetzt, ich würde gerne einen Third-Person-Controller hier drin haben und dann sage ich Add to Project, weil jetzt habe ich zum Beispiel, so könnt ihr nämlich im Nachhinein auch noch so Sachen hinzufügen. Und diese zwei wunderbaren Ordner, die jetzt entstanden sind, also Third-Person und Third-Person-Blueprint, die werde ich mal kurz in meinen wunderbaren Main-Menu-Ordner reinschieben. So, jetzt seht ihr das nämlich hier schon. Und das werde ich jetzt in meinen Gameplay-Ordner reinschieben. Gameplay. Ups, jetzt habe ich es falsch geschrieben. Gameplay. So, jetzt habe ich nämlich auch noch einen Spieler, den wir gleich moven können und hin und her schieben können. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel, wenn ich hier mal draufklicke, ups, falsches. Jetzt habe ich hier zum Beispiel, lass mich mal das kurz moven. Ah, will gerade nicht. Unter Gameplay habe ich den Third-Person-Blueprint-Ordner. Und dieser Third-Person-Blueprint-Ordner, der beinhaltet einen Charakter. Und diesen Charakter, also hier mit dem Third-Person-Game-Mode, den will ich jetzt meiner Gameplay-Map, hier oben steht's, Gameplay-Map, hinzufügen. Das mache ich genau wie gerade eben bei dem Main-Menu. Ich gehe auf World-Settings auf der rechten Seite und schiebe jetzt einfach diesen Game-Mode hier auf Game-Mode. Bam, schon sind wir fertig, wir speichern und here we go. So, ich werde jetzt kurz mal bereinigen hier, so, das ist aber egal erstmal für euch. So, das werde ich darüber, welche mal Tutorial machen, warum das sinnvoll ist. Und jetzt kann ich ganz easy einfach sagen, ich würde gerne Open Level machen. Dann würde ich gerne auf Maps gehen und mein Main Menu starten. Wir klicken auf Play,
sind hier in-game und ich klicke auf Start Game. Und schon haben wir unser wunderbares Spiel. Wunderbar, oder? Im nächsten Tutorial zeige ich euch, wie ihr euer Spiel exportieren könnt in der Unreal Engine. Und bis dahin würde ich sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Wenn du neu dabei bist, mach gerne die Glocke weg und natürlich den Abo-Button. Und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial. Ansonsten hinterlasst gerne ein Like oder Feedback, also Kritik, wie auch irgendwas anderes, was euch gefallen hat. Das interessiert mich gerne oder das interessiert mich immer wirklich, weil manche haben gesagt, du redest zu schnell. Ich denke, das Tempo war jetzt eigentlich recht in Ordnung, oder? Ich meine, ich habe das Tutorial jetzt hier schon mal öfters gemacht gehabt, aber es gab da immer wieder Probleme in der Unreal Engine. Und ich hoffe, ihr habt jetzt keine Probleme mehr in der Unreal Engine. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Menüs, zu den UIs und sowas, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Probleme und sowas gerne auch. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal bei meiner Wenigkeit, der Sky. Der Unreal Engine 4 oder auch 5 in dem Fall. Und ich streame immer sonntags um 20 Uhr. Schaut gerne rein. Followt mir gerne auch auf TikTok, auf Instagram und Co. Alle Links sind unten in der Beschreibung. Ciao, ciao. Thank you.